Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Ultima 5. Wir sind in Drinzig und wollen mit Layla reden, weil wir das Heilmittel für Jimmy haben. Wie, Jimmy ist nicht da? Da liegt er doch. Heißt es, sie hätten den Trank jetzt nicht gegeben? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann müssen wir wohl warten, bis er wohl aufsteht. Hoppala. Mal sehen, wie lange das dauert. Jetzt, jetzt, jetzt. So, jetzt reden wir nochmal mit ihr. Na, haben wir doch gerne gemacht. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier rausgehen und zu diesem Schrein gehen, der uns noch fehlt. Der Schrein der Ehre. Der war, glaube ich, irgendwo hier im Westen. Hier unten im Westen, genau. Dann schauen wir mal, ob wir den nochmal finden. Der war, glaube ich, nämlich ganz gut versteckt gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, hier sind wir auch rausgegangen das letzte Mal. Weil gefunden haben wir ihn ja schon. So viel ist ja sicher. Also werden wir ihn dieses Mal auch nochmal finden. War der irgendwo drin? Oder war der draußen? Ich weiß es echt nicht mehr. Hier sind wir auf jeden Fall über die Brücke rübergegangen. Das werden wir dann jetzt halt auch machen. Auf der Karte kann man ja seine letzten... Was heißt seine letzten? Die Schritte ganz gut nachverfolgen. Eigentlich wollte ich hier sagen, angreifen. Und hier drüben auch gleich nochmal... nicht vorbeilaufen, sondern angreifen, bitteschön. So, und jetzt noch du. Sicher, dass wir da immer da dann gegangen sind zum Schrein. Ach, genau. Dann sind wir, glaube ich, da irgendwo in die Höhle rein, oder... das war's falsch. Ja, doch. Sind wir da nicht irgendwo in eine Höhle rein und haben den dann da gefunden oder so irgendwie? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Genau, da war eine Höhle. Sind wir da nicht reingegangen? Oder, nee, da haben wir, glaube ich, nichts... Ach, Menschenskinner, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ob der drin war, ob der draußen war. Ich glaube aber, der war... Ich glaube, der war aber nicht hier drin. Ich glaube, da sind wir einfach nur lang gegangen. Weil wir sehen hier auch, wir sind hier weitergegangen. Ah.
Ach, Menschenskinder, wo ist hinten? Wo ist dieser blöde Schein, wenn man ihn braucht? Banditen findet man zu Haufen, aber der Schreiner, da hört's dann auf. So, jetzt gehen wir doch nochmal hier lang. Und ja, ich glaube, ich erinnere mich. Und da haben wir ihn dann gefunden. Genau, im Sumpf. So war das, glaube ich. Da ist er doch. War doch gar nicht mal so schwierig. Ich weiß gar nicht, was er für Probleme macht. Ja. Gut. Erstmal kurz speichern. Dann schaue ich nochmal schnell, wie es aussieht beim Avatar. Und schreibe mir die Werte dann nochmal auf. Das war 22, 26, 20. 22, 26, 20. Und dann muss ich nochmal nachschauen, wie das Mantra hieß. Das war auf jeden Fall der R. Und das Mantra hieß Sum. So, sehr schön. Guck mal, wir haben 23 hier gekriegt. Und nicht auf 27. Ich würde sagen, das ist auch in Ordnung. So schlimm ist es jetzt auch nicht. So, dann wollen wir mal weiter nach Süden gehen. Ich würde nämlich jetzt gern auf unser anderes Schiff überwechseln, um zum letzten Schrein zu fahren. Dann hätten wir die Schreinquests erstmal alle soweit fertig. Müssen wir nur nochmal das Ding finden. Waren wir da noch nicht? Nee, ich glaube ja. Wo steht denn unser Schiff? Steht es jetzt da unten oder steht es da am Leuchtturm? Gute Frage. Aber wahrscheinlich steht es am Leuchtturm unten. Und nicht hier. Ja, okay, dann gehen wir doch nochmal zum Leuchtturm und schauen, ob da das Schiff steht. Wahrscheinlich macht es auch mehr Sinn. Ich werde mir ja was da gedacht haben, wo ich das Schiff angelegt habe, oder? Wenn ich muss ich tatsächlich nochmal schauen, wo das genau gewesen ist. Aber wir müssen erst über den Fluss hinüber. Ah ja, und dann müssen wir hier rüber. Alles klar. Waren wir da gerade neben nicht schon? Ja, bitte mal auf ihn draufklopfen. Dankeschön. So. Wir sollten doch langsam mal lernen, dass man sich uns nicht in den Weg stellt. Und hier gehen wir jetzt nach Süden. Das sollte auch der Leuchtturm sein und ich hoffe, da steht auch unser Schiff irgendwo. Ansonsten wäre das nämlich blöd, blöd, blöd. Ja, da ist es doch. Wir haben sogar einen Dock angelegt. Oder ist es gar nicht unser Schiff? Doch, das muss doch unser Schiff sein, oder? Ja, das ist unser Schiff. Merkt man schon, wie widerwillig die an Bord gehen, dass es unser Schiff sein muss. So.
Jetzt erstmal ein bisschen nach Süden. Wir können hier an dieser Insel anlegen. Ich will mal ganz kurz schauen, wo waren das jetzt? Hier sind wir. Diese eine Insel wird mich aber interessieren. Da war nämlich noch ein Hebel zu sehen. Ob man da irgendwie hinkommt? Ich glaube, das war aber die Insel weiter im Westen. Das müsste die Insel sein. Nee, das muss nicht die Insel sein. Moment. Jetzt sind wir hier. Die muss weiter im Süden sein. Mal sehen, ob ich sie nochmal finde. Ja, die Insel muss es gewesen sein, genau. Jetzt ist die Frage, können wir da irgendwie anlegen? Und dann schauen, ob wir vielleicht zu Fuß irgendwie dahin kommen, zu den Hebeln. Ich würde es einfach interessieren. Da können wir doch bestimmt anlegen. Hier. Aber nee, es sieht nicht danach aus, als ob das gehen würde. Und von da nach da kommen wir ja eigentlich auch nicht. Das ist ja über das Wasser. Ha. Gute Frage. Ja, aber wie kommt man da hin? Okay. Nö, ich finde da irgendwie keinen Weg. Vor allem, du kannst ja nicht hier über Wasser laufen. Ich habe keine Ahnung, wie man an diesen Hebel rankommt. Auf der anderen Seite konnte man ja dummerweise auch nicht anlegen. Naja, gut. Kater? Dann fahren wir doch erstmal zum Schrein, das, was wir eigentlich auch wirklich als allererstes vorhatten. Und dann nach Scarabre, beziehungsweise irgendwo hier bei Scarabre, vielleicht hier, irgendwo da, sollte ein Wrack zu finden sein. Da wir ja kein Dings haben, nicht über Wasser laufen können oder da auch anlegen können. Ich glaube, wir müssen erst noch ein bisschen nach Süden. Ist das hier nach einer guten Insel aus? Ja, das Wasser. Hallo? Ich will anhalten. Geht nicht mehr, ich kann nicht mehr fahren. Okay, jetzt geht's wieder. So, anlegen bitte. Und dann auf zum Schrein, zum letzten. Und dann sind wir alle mit allen Schreien durch. Beziehungsweise wir können noch eine Sache machen. Wir können sie auch nochmal zerstören lassen. Dafür, wenn wir alle Mantras der einen erzählen, bekommen wir wahrscheinlich auch noch XP dafür. Und zum Reparieren lassen können wir sie dann auch nochmal machen. Das heißt, es gibt 50 XP. Das heißt, es wären 400 XP, wo jeder nochmal bekommen würde. Das müsste Tapferkeit sein, richtig? So. Und wenn ich dann so schaue, wir haben 2800 plus die 400 wären 3200, dann hätten wir nämlich schon die nächste Stufe erreicht. Das wäre doch eigentlich sinnvoll, das so zu machen, oder? Bei ihm würde es, glaube ich, nicht langen. Oder? Beziehungsweise, er hätte schon einen Aufstieg. Er würde schon auf Level 7 hochkommen. Genauso wie sie eigentlich auch auf Level 7 hochkommen sollte. 2700, da würde es noch nicht langen.
Mit 400, weil es auch noch nicht ganz langen mit Dings. Mit der anderen Dings. Da wird es auch noch nicht ganz langen, aber wir würden auch relativ nah rankommen. 4000 und da wird es auch noch nicht lang. Ja, okay. So. Es wäre vielleicht auf jeden Fall eine Überlegung wert, das mal zu machen. So, und jetzt wollen wir mal nach Scarabre hochfahren. Und da mal schauen, ob wir dieses Wrack finden. Wie gesagt, es kann... im Wasser selber kann es eigentlich nicht sein, da wir dann nirgends anlegen können. Und wir müssen ja irgendwie hinkommen. Das heißt, es müsste auf einer Insel oder irgendwie auf... auf einer Insel oder an der Küste sein. Da kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen so rumfahren. Okay. Dann schauen wir einfach mal die Küsten bei Scarabre an. So, dann fahren wir hier hoch, hier lang, hier hoch. Zu der Insel wollen wir auch noch gehen. Hier lang und dann entweder hier lang fahren oder außen rum fahren. Aber ich würde hier das hier absuchen, denke ich mal. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Ja, machen wir mal ein bisschen transparent. So, an denen sollten wir alle auch noch vorbeifahren. Das geht aber nicht so einfach, okay. Ah ja, er bietet schon selber wieder eine Auswahl an. Gut, dann hoffe ich doch mal, dass wir diese blöde Insel, nicht die Insel, dieses Wrack finden. Ich meine, so wichtig ist es jetzt nicht, das nicht zu finden, aber schön wäre es trotzdem. Woher kommt die Insel? Ist das schon die große hier? Da wollen wir auch noch hingehen. Da werden wir demnächst auch hingehen. Das sollte nämlich der Widerstand zu finden sein. Oh, da können wir sogar schon anlegen. Sollen wir es machen? Ne, das machen wir später. Wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne erstmal nach dem Dings uns Ausschau halten. So, jetzt gehen wir mal erstmal hier rüber und schauen mal, ob wir da was genaueres finden. Was ist halt eigentlich die Uhr? Es ist Abendstunde, okay. Hier ist erstmal nichts, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob man das, wie genau man es sieht. Aber das werden wir hoffentlich rausfinden. Und wenn es nicht klappen sollte, dann klappt es halt nicht. Dann ist es halt auch so. Ich glaube, durch den Kanal kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Oder? Kommen wir durch? Nee, kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen um Scarabre herum, außen rum fahren. Na gut, gibt Schlimmeres. Halt mal, wir wollen nach Norden. Das ist das hier, oder? Nee, nicht ganz. Norden ist da in dieser Richtung. Ja, es wird jetzt auch noch dunkel. Das hilft natürlich ungemein bei der
Erforschung dieses Ziels. Aber vielleicht kann ich auch einfach da an Land gehen. Ich könnte an Land gehen und das Ding hierbei zu Fuß absuchen, vielleicht. Dann mal nach Osten. Vor allem können wir dann auch schlafen gehen, denke ich mal. Weil im Dunkeln werden wir es bestimmt nicht finden. So, lasst uns noch kurz an... ich muss vielleicht auch noch auf Weiter klicken. An Land gehen. Und danach würde ich sagen, machen wir Schluss mit dieser Folge. Müssen wir es nur noch finden, eine Landezone finden. Das sieht doch gut aus. Wunderbar. Und gleich ein paar Piraten. So, alles weiter kommt dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!